أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العظيم. Meine verehrten Geschwister, der erhabene Allah schenkte jedem Menschen Verstand und Bewusstsein. Allah hat dem Menschen, unabhängig ob gläubig oder nicht, den freien Willen geschenkt. Damit kann sich jeder Mensch entscheiden, das Gute und Richtige auswählen und sich demnach verhalten. Der erhabene Allah erklärt, der Koran ist ein Wegweiser der Rechtleitung für solche, die den Weg der Frömmigkeit, Taqwa, auswählen. Allah lässt niemanden bei seinen Bemühungen auf den Weg des Guten und der Aufrichtigkeit allein. Ihre Mühe wird nicht verloren gehen. Schließlich heißt es im Koran, und wer Allah fürchtet, dem gibt er einen guten Ausgang. Nach diesem edlen Vers bedeutet Frömmigkeit Folgendes: Vorrangig sich davor hüten, sich den Geboten und Verboten Allahs zu widersetzen. Frömmigkeit ist nicht nur die Furcht vor Allah, vielmehr ist Frömmigkeit die Sorge, Allahs Gunst und Wohlwollen zu verlieren. Ein solches Verständnis von Frömmigkeit führt dazu, dass Gottesdienste und Verantwortungen nicht als Last gesehen werden. Ein weiteres Verständnis von Frömmigkeit führt dazu, dass Verbotene und Sünden ihren ganzen Reiz verlieren. Würde denn jemand, der Allah mehr als alles andere liebt, irgendetwas tun, womit er Allahs Wohlwollen verliert? Meine werten Geschwister, Frömmigkeit ist gleichzeitig eine wertvolle Sensibilität. Sie entwickelt ein tiefes Bewusstsein der Selbstkontrolle bei den Menschen. Schließlich wird sich ein Mensch nicht davor fürchten, Straftaten zu begehen, wenn dieser sich sicher wäre, dass seine Straftat verborgen bliebe. Jedoch kann kein Mensch, der sich bewusst macht, dass Allah nichts verborgen bleibt, Straftaten begehen, Böses anrichten und das Recht anderer verletzen. Ich beende meine Predigt mit einem Bittgebet vom Propheten Luqman a.s. Diese sind voll mit lebensfrohen Ermahnungen an seinen Sohn. O mein Sohn, diese Welt ist wie ein bodenloses Meer. Um in diesem Meer nicht zu ertrinken, darf man sich nicht von den Gaben der Welt täuschen lassen. Der Diener errettet sich lediglich mit seiner Frömmigkeit und seinem Glauben. Der Diener vertraut auf Allah, Tawakkul, nachdem er alles in seiner Macht Stehende macht und entkommt somit dem Ertrinkenden im Meer.